Als nächstes hören wir Heinrich Strößenreuter. Er kommt aus Berlin, das haben wir schon erfahren, von der Agentur für clevere Städte, ist Mitinitiator des Volksentscheids Fahrrad in Berlin, ist von Haus aus diplomierter Wirtschaftsinformatiker und hat eine breit gefächerte Berufsbiografie. Eigentlich müsstet, ach so, Sie wollen lieber frei rumlaufen. Er war Manager bei der Deutschen Bahn, er hat für Greenpeace Kampagnen gemacht und er sitzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Infrastruktur der IHK in Berlin. Volksentscheid Fahrrad oder wie man eine Stadt bewegt. Ja. Schönen Dank, freue mich in Stuttgart zu sein, habe ich auch mal 2 Monate gelebt. Meine Großeltern kommen hier aus der Ecke, insofern ein bisschen schwäbisches Blut habe ich in den Adern. Fangen wir mit diesem Flecken Erde an. Auf diesem Fleckchen wohnt ein Mann, der hat Asyl beantragt. Nicht nur für sich, sondern auch seine Familie, seine Freunde, seine Nachbarn, seine Verwandten, eigentlich für sein ganzes Volk. Das ist der Ministerpräsident von Kiribati. Warum? Seine Insel wird 2050 von diesem Globus verschwunden sein. Das ist mein Patenkind. Die wird das Jahr 2100 erleben, mit der vollen Brutalität des Klimawandels. Wetterextreme, Überhitzung, Starkregenereignisse, alles, was wir den letzten Sommer so gelesen haben, was jetzt in Kalifornien rumgeht, wird sie erleben. Und jetzt schauen Sie mich an. Ich werde wahrscheinlich 80, 85 Jahre alt werden, so wie die Alterskohorten sind. Das ist 2050. Vermutlich werde ich aber vorzeitig ableben, wegen Kreislaufzusammenbruch und Erhitzungserlebnissen im Sommer. Das ist der Klimawandel, um den es geht. 1,5 Grad Celsius, so die Aufgabe, wir haben es ein paar Mal heute gehört, da spielt das Fahrrad ziemlich gewaltig mit. Ausgerechnet habe ich das mal für die Stadt Hamburg, die wollten wissen, 40% runter, wie geht das, was muss man da tun im Verkehrsbereich. Das Ergebnis hätte eigentlich heißen sollen, 3-mal mehr Radverkehr und dafür entsprechend Parkplätze und Fahrspuren in Radwege umwandeln. Und das dürfen Sie raten, genau das steht im Gutachten nicht mit drin. Und da sind ein paar Dinge klar geworden, im Kern geht es um den Flächenkonflikt. Und dem müssen wir helfen auszutragen. Und dem müssen wir deshalb helfen auszutragen, weil Politiker diesen nicht alleine austragen können. Da brauchen sie unsere Hilfe. Wenn wir das nicht machen, wird es nicht passieren. Insofern eine Frage der Fläche, das ist das Kernthema. Und damit kommen wir ein bisschen zur Volkswirtschaftslehre. Pareto-Optimum hat bestimmt jeder mal gehört. Es gibt auch das Flächen-Pareto-Optimum. Das besagt, keiner kann mehr Fläche kriegen, ohne dass sie anderen weggenommen wird. Und Sie können das zu Hause morgens mal im Bad am Spiegel üben. Gucken Sie in den Spiegel, stellen sich vor, das ist ein Autofahrer und sagen Sie dem Autofahrer, ich will dir Fläche wegnehmen, dann wird zwar dein Leben schlechter, aber ich möchte die Fläche für mich haben, damit mein Leben besser wird. Wenn Sie das nicht hinkriegen, hören Sie auf, Verkehrswendeaktivist, Verkehrslobbyist oder Ähnlichem zu sein. Das ist das Kernthema. Es ist keine sympathische Geschichte. Es wird Verlierer geben, es ist ein Konflikt und diesen Konflikt muss man austragen mit allem, was dazugehört. Das habe ich gemacht mit der Falschparkheit. Finden viele total scheiße, aber Falschparken ist die einfachste Übung des Flächenkonfliktes, nämlich das Nicht-Respektieren der Flächen der anderen. Von Behinderten, von Kindern oder Eltern mit Kinderwägen, von Radfahrern, eigentlich von jedem in der Stadt, auch Autofahrerleihen unter zweiter Reihe Parkern. Und diese Falschparker-App hat das Thema zu viele Autos, zu enge Flächen, eine Verkehrspolitik, die sich nicht wirklich traut, die hat das kräftig in die Medien gespült. Ich habe dann auch mal ein bisschen nachgemessen, wie es denn aussieht in Berlin. 3% der Flächen für den Radverkehr, 20-mal mehr für Autofahrer. Das ist Realität. In Stuttgart werden die Zahlen wahrscheinlich noch schlimmer sein, vielen, vielen anderen Städten in Deutschland auch. In Berlin hat der Autoverkehr deshalb nur so wenig Anteil, weil die Gehwege sehr, sehr groß sind. Knolle statt Knöllchen. Ne, Knöllchen ist ja so ein nettes, süßes Wort. Es beschreibt ja das, um was es geht. Es tut nicht weh. Was wir brauchen, sind Knollen. Ich habe da eine Bußgeldpetition gestartet, um diesen Flächenkonflikt wieder zu bespielen, um die kulturelle Diskussion im Verkehr ein bisschen zu beleben, um Politikern mehr Platz zu machen. 100 Euro statt 15 Euro ist eigentlich ein No-Go in Deutschland. Ist auch nicht so richtig gut losgelaufen. Der ADFC-Bundesverband hat dagegen gewettert, weshalb weiß ich heute noch nicht. Vielleicht war es einfach Konkurrenz, aber der wird sicherlich irgendwann auch nochmal besser werden. Also musste ich raus auf die Straße, Flashmob machen, Falschparker wegtragen oder in Weihnachtspapier einpacken oder
Udo Jürgens, als er gestorben ist, Sprühsahne kam so im Kopf. Also das hier ist ein Radweg. Ne? Das haben wir einfach nochmal nachgezogen, dass es alle wieder wissen. Dann haben wir einfach selber mal zurück falsch geparkt am ersten internationalen Falschparkertag in der Oranienstraße. Da regt sich die Polizei nie auf, wenn da Lkw-Fahrer oder Autofahrer irgendwo stehen. Aber kaum stehen da unten ne, ein paar Radfahrer, hält sie an, kommt, fängt an zu schnacken. Man denkt, Moment mal, die ganzen anderen Autos, die hier stehen, ne, alle in der Ladezone, alle illegal, aber die fünf Radfahrer, die jetzt in zweiter Reihe parken, die sind dann ein Problem. Es geht also auch um kulturellen Wandel in den Köpfen unserer von den Steuerzahlern bezahlten Ordnungshütern. Ja, auch die Richter sind ein Problem und die Staatsanwälte. Der Hashtag Autojustiz, den habe ich vor ein paar Jahren eingeführt bei dem ersten Skandalurteil. In Berlin kostet es 5.000 Euro, Radfahrer mit dem LKW totzufahren. Ich dachte, es wird sich dann ändern, wenn man das mal thematisiert. Tatsächlich ist es billiger geworden. Bei der zweiten Aktion waren es 3.000. Heute kann man in Berlin Radfahren im LKW leider schon für 900 Euro totfahren. Und muss nicht mal den Führerschein dabei abgeben. Ja, das ist ein bisschen die Resonanz, die ich da so erzeugt habe. Dachte ich, irgendwo One Level Up könnte man tatsächlich spielen. Aber was ist dann das Thema? Und dann habe ich im Internet ein bisschen rumrecherchiert und festgestellt, wie die das in Holland gemacht haben. Und Holland, die haben riesen Sit-ins gemacht. Das war in den 70er Jahren. Die wollten keine Stadtautobahn in ihrer Stadt haben. Und dass die Bürgerinitiative losgezogen, hat da Leute engagiert. Die haben sich dann dahingelegt und da hat der Bürgermeister gelernt, nee, die Verkehrspolitik, die kann ich einfach nicht mehr weitermachen. Das hat dazu geführt, dass Holland heute ein Fahrerland ist. Sonst wäre es genauso wie wir hier in Deutschland eine Autofahrernation geworden. Die verdienen übrigens jeden vierten Euro in Holland mit Lkw-Fahren. In Kopenhagen genau die gleiche Geschichte, da hätte auch eine Autobahn gebaut werden sollen, gab es auch Bevölkerungsinitiativen, die dagegen protestiert haben. Auch deshalb Kopenhagen heute eine Fahrradfahrerstadt, vor 40 Jahren gewesen. So dachte ich, was die können, das können wir in Berlin schon lange. Und nun kommen wir zur Geschichte vom Volksentscheid Fahrrad. Es fing an mit der Klausurtagung, ziemlich vor 3 Jahren. Jeder muss 5 Ziele für eine Fahrradstadt mitbringen. Die haben ein bisschen gemischt, sortiert und hatten dann eine Idee, was es denn werden könnte. Dann haben wir uns zusammengesetzt, 1-2 Wochen später, und haben im Gesetzeshackathon mal geguckt, kann man ein Gesetz daraus schreiben, weil für einen Volksentscheid braucht man ein Gesetz, eine Entscheidungsgrundlage. Und eines der Dinge war, am Schluss müsst ihr auch Autofahrer sagen, finde ich super, dass ihr mir jetzt Flächen wegnehmt. Also mussten wir eine Idee kriegen für eine Verkehrspolitik, wo auch Autofahrer sagen, es ist angemessen, es funktioniert. So war immer die Frage, legt das doch mal euren Freunden und Freundinnen vor, die Autofahrer sind, und fragt die, wird ihr auch mit unterschreiben. Und tatsächlich 80% haben gesagt, passt die ganze Geschichte. Das ist das Programm, das ist tatsächlich jetzt in Gesetz gegossen worden. 3200 Kilometer, 2 Meter breite Radweg an Hauptstraßen, 700 Kilometer Fahrrad- und Nebenstraßen, 30 Kreuzungen pro Jahr sicher machen, Doofstellen beseitigen, 100.000 Fahrradabstellplätze, 50 grüne Wellen für Radler, 100 Kilometer Radschnellwege, eine Hunderterschaft, die nicht mehr an Demos rumlungert, sondern mit dem Fahrrad irgendwie im Verkehr ein bisschen aufpasst, 130 Planer und 4 Millionen pro Jahr für PR-Kampagnen. Das ist ein Basisprogramm, das ist noch kein Eldorado. Wenn wir das haben, dann können wir einfach nur sicher Fahrrad fahren, es sind noch keine Autofahrer aus der Stadt. Denn der Kfz-Verkehr, der sinkt zwar ein bisschen, die Menge steigt aber noch, das heißt, die Schönheit der Stadt ist da noch nicht wirklich besser geworden. Ja, bis 2030 soll das alles realisiert sein. Und wie es dazu kam, das erzähle ich dann jetzt weiter. Wir wurden natürlich auch ein bisschen angehakt von der Politik oder ähnlich. Insofern haben wir ein bisschen plakativ und plastisch auch mal hier und da Sachen zusammengefasst. Berlin wird für 500, 600 Millionen Autobahnen gebaut. 3 Kilometer. Also besser, wenn wir 4.000 Kilometer Radwege bauen fürs gleiche Geld. Muss man der Politik mal sagen, ich kann also immer empfehlen, Excel rauszuholen, Taschenrechner rauszuholen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Im Mai ging es dann los, Mai 2016 mit der Unterschriftensammlung. Wir brauchten 20.000 Unterschriften in 6 Monaten. Volle Sammelpower, hier Renate Künast, das war das Sammelteam, die roten T-Shirts hatte der ADFC gesponsert. Und irgendwann war auch noch diese ADFC-Sternfahrt, haben wir an einem Tag allein 15.000 Berliner und Berlinerinnen unterschrieben. Und in Kneipen hatten wir keine Leute mehr getroffen, die noch nicht unterschrieben hatten. Da sehen wir merklich, da ist ein bisschen was unterwegs. Insofern kam es dann irgendwann zu Deutschlands schnellsten Volksentscheid. 105.425 Unterschriften in 3,5 Wochen.
Und ich wusste eigentlich nur die erste Woche diese Unterschriften, weil ich nicht gut lügen kann. Insofern wollte ich mich von Journalisten nicht fragen lassen und gesagt, nee, erzähl's mir einfach nicht. Und als dann irgendwann am Wochenende diese Zahl ausgezählt wurde, dann habe ich mich 5 Minuten nach hinten in die Ecke stellen müssen, und es geht mir jetzt auch immer so, weil ich da auf einmal Energie gespürt habe, was aus dieser Zahl in Deutschland bewegt wird. Kommen wir nachher noch dazu. Und was in Berlin entsprechend damit passiert. Ja, wir haben ein bisschen weiter Campaigning machen müssen. Politikern darf man grundsätzlich nicht vertrauen, weil sie Interessen abwägen müssen. Insofern muss man bei der Sache bleiben. Wir haben also die Bärchen versus Promi-Variante gemacht. Hier links unten mit dem Bürgermeister ein bisschen Fahrrad gefahren und meinem Kumpel da hinten drauf. Dann die Kinder-Fahrrad-Demo. Da sind wir die Spree gesprungen, weil Klimaschutz und Demokratie irgendwie baden ging. Bürgermeister wollte doch nicht so wirklich ans Thema ran. Mit Mahnwachen auch mal wichtig. Und hier haben wir dann die rot-grünen Verhandler mit einer Fahrradtorte mal belohnt, dass sie wirklich die richtigen Entscheidungen am Schluss dann auch treffen. Tatsächlich, als der Koalitionsvertrag dann da war, alle Forderungen werden erfüllt, 51 Millionen pro Jahr wird ausgegeben, Rat gesetzt bis März, gut, das hat ein bisschen gedauert. Tatsächlich, als der Koalitionsvertrag da war, 73% Zustimmung, also das ist schon fast ein Allgemeinplatz, den wir damit hingekriegt haben. Jo, und im Sommer diesen Jahres wurde es dann endlich beschlossen, hat nur ein bisschen gedauert, aber damit gibt es Deutschlands erstes Radverkehrs- und Mobilitätsgesetz. Was sich die Politik gegeben hat, was sie jetzt umsetzen muss, wo sie sich auf 2030 mit sehr ehrgeizigen Zielen verpflichtet hat. Ja, der neue Schwung für die Berliner Mobilitätspolitik, jetzt geht es auch ganz schnell, viel zum Gucken. Wir können echt geil Radwege. Baustellen haben sich tatsächlich verändert. Also man merkt, Baustellen werden gut abgesperrt mittlerweile in Berlin. Das gab es vorher nicht. An Kreuzungen werden Fahrradparkplätze hingebaut, dass man die Sichtachsen hat. Das gab es vorher auch nicht. Bürgermeister nehmen Autoparkplätze weg, um dort Fahrradparkplätze hinzumachen. Das gab es vorher auch sehr wenig. Lastenradförderprogramme werden angeschoben. Hier beispielsweise Nühlwil, der Elektroanhänger für Fahrräder. Dann haben wir hier einen der tollsten Fahrradwege, breit wie mein Fahrrad, geschützt von parkenden Autos. Da kann man sich sicher fühlen, da passiert einem nichts mehr. Und das ist der allerneueste Schrei, geschützt und grün in der Mitte. In Twitter heißt es, der hat die Standardbreite Einwegeheld. Ja, bundesweite Radentscheide, Stuttgart sammelt, Darmstadt, Bamberg und so weiter, so 10, 15 Städte, die mittlerweile mitmachen. Das ist eine Dominokette, eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist, weil immer das Gleiche passiert. Weit, weit mehr Stimmen werden gesammelt. Die Bürger und Bürgerinnen sagen der Politik, den Journalisten, den Autofahrern, was sie für eine Verkehrspolitik der Zukunft entsprechend haben wollen. Ja, und die Moral von der Geschichte. Am Schluss geht es darum, dass Politiker mehr Angst haben vor Radfahrern als vor Autofahrern. Und das ist euer Job. Seid nicht zu nett und nicht zu freundlich, manchmal schon, aber sie müssen mehr für euch tun. Das tun sie nur dann, wenn sie euch respektieren. Wenn sie mehr Angst vor Autofahrern haben, tun sie mehr für Autofahrer. Eine ganz einfache Gleichung politischen Handelns. Also macht Druck, nett und freundlich, denn es gibt eine gemeinsame Sache. Wer das lernen will, ich habe einen schönen Trainingsbausteinkatalog zusammen, Verkehrswende-Rhetorik, Campaigning, und so weiter, ehrenamtlichen Management, also alles, wie man so eine Gruppe auch zusammenkriegt. Und wem das noch nicht reicht, ab Dezember im Vorverkauf der Weihnachtsgutschein für den Berlin-Standard, da steht drin, wie moderne Radverkehrspolitik aussieht. Schönen Dank.